Nein, da kommt man nicht mehr rein. Das ist der Holger oben. Ausrufezeichen. Da ist der Blitzer. Nein, nee, das ist 100.000, da stimmt dein Lobby nicht. Genau. So, erstmal schönen guten Morgen und Dankeschön, dass ihr alle so erschienen seid. Wir machen auch eins, es gilt in dieser Tour die STVO, sprich eine rote Ampel ist eine rote Ampel. Das heißt, die Tour wird dadurch mal immer wieder gestreckt. Wir haben aber viele Stellen dabei, wo dann wieder rangeführt werden kann. Und ich vorneweg fahre sowieso nicht schneller wie 80, 90. Sprich, die schwachen Maschinen nach vorne, unmittelbar du gemeint, Didi, du bist ja direkt hinter mir mit, ja? Zecke! Die stärkeren Maschinen. Als Zweiter. Dritten mal, genau. Die stärkeren Maschinen halt alle nach hinten. Ja, gerade eine Viertelstunde. Weil die haben ja dann auch mehr Kraft, um wieder aufzuholen. Ja. Wer war das? So, ich habe hier auch noch Westen liegen. Sprich, ich möchte ganz hinten jemanden haben, der eine Weste bekommt. Und wir haben auch zwischendrin welche, die eine Weste haben, gerade wenn das Feld doch mal ein bisschen auseinandergerissen wird. Der einzigste, der überholt, mit der Weste. Ist der mit der roten Weste. So viel zum Hintenfahren. Ich weiß aber, ob da schon dreiviertel acht da war. Schön wär's gewesen. Schön wär's gewesen. Nein, aber das ist das Videofahrzeug und der macht halt auch Fotos. Der hat da so einzelne Stellen, die von uns vorher bekannt gegeben worden sind, wo er steht und fotografiert. Also das Videofahrzeug muss eigentlich vorne fahren. Wegen also deckt alle schön eure Kennzeichen ab. Nicht abdecken, abschrauben. Wie gesagt, wir haben dann hier auch so ein paar Pläne noch liegen, wer noch nicht hat. Die geplante Tour über Langensalza ist abgesagt worden, weil die Straßen dort einfach zu schlecht sind. Ja, und deswegen haben wir gesagt, wir nehmen die B4, da kommen wir ordentlich durch. Zwischen den Blitzer und dem Bahnübergang bei Sondershausen gibt es seit Dienstag eine Baustelle. Sprich, da ist auch eine Ampel, nur dass ihr vorab schon mal eine Info habt. Ja, also da kann es auch sein, dass wir nochmal gestreckt werden. Wir haben aber dann die Möglichkeit, in Sondershausen, wo es der zweite spurig reingeht, wieder aufzuschließen. Genau. Wir kommen in Nordhausen rein. In Nordhausen haben wir einen Zwischenstopp, wo es nochmal Kaffee gibt. Wenn wir reinkommen, ist es die dritte Ampel, wo wir links fahren. Das heißt, linker Hand von uns liegt ja der Marktkauf. Ich habe hier auch nochmal ein paar Zettel liegen für den Fall der Fälle. Welches links? Da, wo der Daumen rechts ist. Na, der hat doch zwei linke Daumen. Zeig das nochmal kurz. Reisel sind die einzigsten Positionen, wo wir jemanden abstellen zum Absperren. Weil da machen wir auch nichts groß verkehrt, weil es ist keine groß befahrene Strecke. Und dann haben wir ja Treffpunkt beim Pennyplatz. Das steht dann hier auf den kleinen Teppichen. Im Prinzip, wir fahren aber so weit wie es geht immer zusammen, so dass da eigentlich auch nichts schief gehen kann. Ja? Die Zettel hier mit Nordhausen ist auch nochmal genau beschrieben, es sind vier Kreise insgesamt. Warte, der Anruf, da hält sein Handy schon die ganze Zeit. Ja. Hat kein Netz. Und von Nordhausen hinfahren, in Nordhausen nochmal wie das Wetter im Braunen Lager oben nix ist. Handy. Und wenn es entsprechend so ist, dass es nicht regnet, etc., fahren wir über Braun Lagerhof. Mit denen kannst du nicht weiter. Ansonsten über Bad Lauterberg unten lang. Also gehen wir zusammen, wir kriegen mal Kippen. War schöner heute, kam Gordon. Ja. Falls jemand vorhat, sich eine Beule ans Moped zu machen. Ja. Ich habe hier schon mal von einem Rollendoktor eine Karte. Oder wenn überhaupt jemand schon eine Beule irgendwo am Auto hat oder was. Die kannst du ja dann auch. Ich habe hier, falls jemand noch will, von dem Motorradforum eine Karte. Nein, da haben wir alle schon. So, und dann nochmal zu den Marken. Ihr habt ja diese Marken bekommen. Die orangene Marke ist in der Biker Lodge das Getränk. Er kann das nicht anders einrichten, weil die Stände sind halt nicht zusammen. Das ist halt so. Genau. Und die gelbe Marke ist die Bratwurst. Aufgrund dieser Marke bekommt ihr oben jeweils eine Bratwurst. Und ein Getränk und ihr könnt euch aussuchen, ob ihr eine Cola, Fanta, Wasser oder Kaffee haben wollt. Ob derjenige da oben dann auch mit sich spielen lässt, dass er ein Bier rausgibt, mal lächeln, zwinkern, keine Ahnung, macht er bestimmt auch der gute Proben. Er ist ja auch im Turnbiker-Forum drin und ich denke, viele von uns werden ihn auch zum ersten Mal sehen. Ja, ja, klar. Ja? Gibt es Fragen eurerseits?
ist ja wie in der Schule.